In der Bürgerwissenschaft gibt es verschiedene Stufen. Die unterste Stufe, womit am meisten Leute erreicht werden, ist, dass es passives Interesse, zum Beispiel jetzt am Thema Natur, gibt. Dann gibt es die nächste Stufe, wo man Leute dazu bewegen kann, aktiv an von Forschern gestellten Herausforderungen mitzuarbeiten. Und gerade in dem Bereich ist digital ganz wichtig. Hier in Berlin zum Beispiel gibt es das tolle Projekt Füchse oder Wildschweine zu beobachten vom Institut für Zoo- und Wildtierforschung. Da wird gesagt, helft uns, Wissenschaft zu machen. Das ist eine andere Form von Wissenschaftskommunikation, ist noch nicht ganz Citizen Science. Citizen Science ist für mich die nächste Stufe. Das ist, man versucht mit dem Bürger darüber zu reden, was sind deine Interessen, was sind meine Interessen, wie kann ich dir helfen, wie kannst du mir helfen, wie können wir gemeinsam Projekte besprechen und dann vielleicht auch gemeinsam durchführen. Das ist eine viel schwierigere Sache. Da wird auch viel mehr Energie reingesteckt, erstmal zu verhandeln. Aber wenn es dann zum Tun kommt, dann ist natürlich wieder das Smartphone, egal wo ich bin, ich kann Informationen, Wissen austauschen, eine ganz wichtige Sache. Und das eine ist, Bürgerwissenschaften soll die Wissenschaft demokratisieren, braucht dazu aber die Informationstechnologie, um das überhaupt zu ermöglichen. Weil wir können nicht jeden, der Interesse an wissenschaftlichen Fragen hat, bitten, doch mal gerade in Berlin hier vorbeizukommen. Und wir hätten auch gar nicht Zeit, uns mit denen allen zu unterhalten. Das muss also irgendwie sozialisiert werden. Und da ist diese tolle digitale Verknüpfung heute einfach super.